Ich nehme mich mal erstmal irgendwas nebenher. Man sollte das Micro im OBS nehmen und nicht das im TS. Blöde Angewohnheiten. Das sehen aus wie Credits. Ein schönes Spiel, aber nicht zwingend das, was ich nach Shadow of the Colossus erwartet habe. Also Shadow of the Colossus war ja so ein BAM ins Gesicht und dann das hier. Das ist halt echt eine ganz andere Art von Spiel. Das ist halt eher Puzzler mit Feeling. Und jetzt sehen wir quasi die ganze Story nochmal. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, worum es wirklich da gegangen ist. Ich glaube, ich muss mich da wirklich mal schlau machen. Ey, du wurdest eingesperrt. Ey, guck mal, da ist eine Tussi aus Licht. Oh, komm. Wir nehmen die jetzt und fliehen mit ihr. Warum? Weil das der Inhalt des Spiels ist. War aber an sich ziemlich straightforward und einfach. Es gab... Ja, es gab das eine Wasserfallrätsel, was ich nachgeguckt habe, weil das so bescheuert war. Also wenn da drauf kommt, so, ey, guck mal, du musst im Abstand, musst genau in diesen 5 Frames die Taste drücken, sonst kommst du nicht weiter. Man, so ein bisschen dürr. Besonders, ich hatte auch noch die richtige Idee und hab's einfach noch nicht hingekriegt. Und das jetzt am Ende war auch ein bisschen... Oh, guck mal, du musst 5-mal auf sie einschlagen und dein Schwert verlieren. Kommt man auch nicht drauf. Also,
Ich nicht. Ich hätte jetzt, weiß ich nicht, versucht, die Figuren in irgendwelche bestimmten Positionen zu schieben und hast sie nicht gesehen, aber dass man auf sie einschlagen muss, nee. Bin ich nie drauf gekommen. Und die Musik war halt schön, wenn sie da war. Und das war kurz. Nur um die 6 Stunden gebraucht jetzt. 6,5 Stunden. So um den Dreh. War angenehm. Und wieder kann ich behaupten, ein Spiel erfolgreich geschafft zu haben. Hype. Gucken, ob nach den Credits noch irgendwas kommt. Wenn die irgendwann zu Ende gehen. Sieht schon ziemlich nach Ende aus. Presented by. War ist das? Ist das das Ende? Ja, nein, vielleicht. Nur Kekse. Startbildschirm oder Zusatzszene? Das sieht aus wie Zusatzszene. Ist zu blöd, um aus dem Boot auszusteigen. Der Wahnsinn. Ich kann mich bewegen. Kann ich nachher rufen? Ich laufe einfach mal. Ist das da hinten ein Eingang? Sieht nicht richtig aus, was ich hier tue. Oh, ich bin ins Wasser gelaufen. Aha, hier kann man doch noch weiter. Mein Gott, wieso kriege ich gerade Gänsehaut. Hier liegt wer? Hallo? Hallo, du? Nimm ihre Hand. Ich drück sogar die Taste, nimm ihre Hand. Live. Und sie hat das Castle verlassen, obwohl Schwiegermama meinte, das geht. Das war's? Flucht. Okay. Speichern. Ja, bitte. What? Kurios. Was cool an Dark Souls 2 ist Dexbuild oder Stärke? Ich muss gerade überlegen, ob es irgendwelche extrem coolen Dexwaffen gibt. Ich vermute, du wirst mit Stärke mehr Spaß haben in dem Spiel. Oder? Vermutlich schon, ja. Startscreen.
Was passiert, wenn ich jetzt auf Weiterklick? Sandstrand. Ist das Spiel noch nicht vorbei? Was bedeutet das Teil dahinter? Das ist doch wieder der Anfang. Mal skippen. Das. Er ist doch wieder der Anfang. Ist das New Game Plus oder was? Das Problem in Dark Souls 2 ist, dass es anfangs sehr wenig sinnvolle Dexwaffen gibt. Oh cool, das ist einfach nochmal New Game. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Ich will das nicht nochmal durchspielen. Okay. Interessant. Das war Eiko. Echt nicht das, was ich erwartet habe, aber okay. Was fun? Lysulando! Nein. Gut. Feierabend für heute. Spiel verlassen!